Hallo und herzlich willkommen bei einem Schwul. bei einem weiteren schwulen Video von mir. Mein Name ist Bottom Reaper, ihr seid bei GTTK und so ein komischer Knirps namens Nice Troy hat sich ja auch in dieses Video verwirrt. Hallo, aber das Video ist ja auch bei mir und wenn es bei mir ist, dann hat Bottom Reaper sich hier auch irgendwie zu mir verirrt. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Ja, ich auch nicht. Vielleicht, weil wir beide im Teamspeak sind. Das könnte durchaus sein. Es geht um die WC3-Challenge, die wir angekündigt haben, die wir ewig vor uns hergeschoben haben. Und schätzungsweise 70 Monate, aber endlich ist es soweit! Der Kampf der Titanen! Wollen wir als erstes das Wichtigste raushauen, wann es ist? Ja! Am Freitag, aber was ist das für ein Datum? Hast du das mal nachgeguckt? Nee, aber es ist der nächste Woche Freitag um 19 Uhr. Da aber diese Woche, ich glaube, heute ist der 7. oder der 9.? Der 7., ne? Der 8. Der 8. ist heute. Ja. Das heißt, das wird dann der 15. sein. November der 15. Nein, um der 19 14. Uhr. Freitag ist der 14. Heute ist ja Samstag der 8. Ach, heute ist Samstag! Wo das Video rauskommt, ist natürlich erst Sonntag. Aber ich bin mir sicher, dass heute Freitag ist. God anyway, völlig egal. Das Wichtige ist, die Challenge, also das Battle, kommt am Freitag, den 14. November um 19 Uhr. Live gestreamt wird es auf Twitch von mir. Und zwar startet der Stream auch schon ein bisschen früher. Der ist bestimmt schon 20 Minuten früher online und es wird Best of Three sein. Wir genau. haben ein paar Maps, die es jetzt zu voten gilt. Möchtest du vielleicht sagen, welche Maps alle drin sind, von denen wir uns gleich entscheiden? Zuerst einmal möchte ich erwähnen, dass Freitag um 19 Uhr ein bisschen traurig ist, dass keiner von uns was Besseres zu tun hat. Aber na gut. Ansonsten, das Video wird natürlich auch auf unseren jeweiligen Kanälen sein, weil ich ja nicht streamen kann. Logisch, aber egal. Genau. Und mein Sein kommt dann auf meinen und sein genau. auf seinen, ist ja ganz logisch. Sein Stream übrigens auch bei mir in der Beschreibung fett verlinkt. Aber die Maps sind 7 an der Zahl, Echo Isles, Secret Valley, Tarina Stand, Lost Temple, Twisted Meadows, Turtle Rock und Ancient Isles. Und wir voten das raus, jeder abwechselnd eine Map, bis wir nur noch 3 Maps übrig haben. Wir entscheiden dadurch dann, wer als erstes, oder welche Map als erstes gespielt wird, indem wir bei seinem Stream live einfach random.org eintippen, eine Zahl von 1 bis 100. Wer am nächsten dran ist, nimmt die erste Map. So einfach. Wir können auch einfach eine Liste random, wo wir unsere Namen reinschreiben. Und dann wissen wir direkt den Namen, wer anfangen darf. Also wir müssen es gar nicht so kompliziert mit der Zahl machen. Aber egal. 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 Muss irgendwie immer dich verbessern, egal was du sagst. Irgendwie will ich immer mal gemein zu dir sein. Ja, aber das geht gar nicht. Ich bin schon perfekt. Ja. Ja. Ist das vielleicht ein Schwachpunkt bei dir? Definitiv. So, aber okay, auf jeden Fall, wir voten jetzt gleich abwechselnd. Jeder eine Map, also bis wir 4 Maps rausgevotet haben und dann wird auf dem Livestream dann direkt entschieden, wer sich die erste Map aussuchen darf, die wir dann spielen. Die wird dann gespielt, der andere darf dann logischerweise die zweite auswählen und die dritte ist dann ja nur noch eine. Also alles ganz tutti frutti. So, wie machen wir das jetzt, wer anfängt mit dem Rausvoten? Fang du einfach an. I don't give a fuck. Ja, weil du Wichser. Ja. Ja. Das, was möchte ich nicht spielen? Ich muss jetzt überlegen. Ladies first. Secret Valley nehme ich raus. Secret Valley nimmst du raus. Okidoki, Secret Valley fliegt raus. Dann möchte ich gerne rausvoten Ancient Isles. Ancient Isles, dann ist auch die weg. So, dann nehme ich raus. Oh, fuck, ey. Das ist eine Map? Fick dich, ich hab jetzt zwei... ich nehme raus, auch wenn es mir in der Seele wehtut, Lost Temple. Fick! Okay, gut, ja, damit habe ich auch gerechnet. Scheiße. Dann nehme ich raus, natürlich die Undead-Map schlechthin, Turtle Rock. Alles klar, dann haben wir unsere drei Maps. Es sind Echo Isles, Tarina Stand und Twisted Meadows. Meadows, genau. Wesentlich. Finde ich, gefällt mir gut. Also ich fand, also ja, ich bin ja, so semi-zufrieden damit. Ich hätte mir eine andere Entscheidung gerne gewünscht, aber ich bin mit 2 von 3 zufrieden. Mit 2 von 3. Ich bin, es wird super. WC3, Mann. Ich freue mich drauf. Definitiv. Wollen wir schon mal teasern, welche Rassen wir spielen oder spielst du, wechselst du so oder machst du spontan? Also bei mir ist es ganz klar, ich spiele Undead. Da wird nichts anderes passieren wahrscheinlich. Meine beste Rasse ist Human, auch wenn Human natürlich gegen Undead die schlechteste Rasse ist. Was auch mich dazu führt, dass wir vielleicht jetzt schon mal sagen sollten, was unsere jeweiligen Ausreden sind, falls einer von uns beiden verliert. Ich habe eine neue Tastatur und eine neue Maus.
Also ich bin noch nicht eingespielt, das natürlich, aber ich brauche keine In der Ausbildung. Einen Woche wirst du auch keine Zeit haben, dich einzuspielen, natürlich. Nee, ich habe mich natürlich nicht eingespielt. Nee, ich meine auch in Dota und so wirst du dich nicht an deine neue Tastaturmaus gewöhnen können. Lustig daran ist, ich spiele nämlich ja gar kein Dota zurzeit, weil mir Dota auf den Sack geht. Deshalb schreibe ich nur auf der Tastatur mit meinen diversen Freunden. Besitze. Du hast Freunde? Ja, ganz, ganz viele. Aha. Nee, also deswegen hast du Freitag nichts zu tun, ne? Sehr richtig. Sehr gut. Ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf. 19 Uhr, wie gesagt, startet dann der Stream, also die Spiele. Wahrscheinlich der Stream ist 20 Minuten vorher online. Dann könnt ihr schon mal hinkommen und sagen, dass ich cool bin. Und ja, groß was mehr zu sagen haben wir eigentlich nicht. Oder hast du doch, meine Ausrede ist definitiv Undead is fucking overpowered gegen Human. Aber das weiß jeder, das ist ja gar keine Debatte. Das ist Fakt. Früher haben sie schon rumgeheult. Ja. Ja, Ork ist OP oder so. Dann sag ich, ja, komm, okay. Ork komm. Ist nicht OP, nicht gegen Human. Ich hab Sorceresses. Du hast Undead. Ja, ja. Die Leute können einfach nur nicht gegen Undead spielen, weil sie kleine Bottom Reapers sind. Es gibt nichts dagegen spielen zu können. Selbst sämtliche Human Pros sagen, deine Rasse ist overpowered. Du hast eine 3-APM-Rasse, die keinen Skill erfordert. Was zu dir passt, weil du keinerlei Skill hast. Weißt du, das hat sich gereimt. Wenn ich am Ende gewonnen habe, dann kannst du schön heulend nach Hause rennen. Und dann ich bin doch schon zu Hause. Ja, das ist mir egal. Renn halt kurz nach draußen und dann gehst du wieder nach Hause. Ich wurde im vierten Stock, das heißt, ich renne einfach runter im Treppenhaus, was mich irgendwo anhält. Was ist passiert? Ich hab in Warcraft 3 verloren. Und dann sag ich, logisch hast du verloren, so wie du aussiehst. So, ja. Also, brauchst gar nicht rumheulen, Undead ist nicht OP. Doch. Okay, wenn ich Undead spiele, klar, es ist dann OP, das ist ja logisch, aber es ist ja bei jeder anderen Rasse auch so. Ja. Dann spiel eine andere Rasse, komm, mach ein Random. Nein. Wir können ja, wenn es vorbei ist, vielleicht nochmal ein Bonusspiel machen oder so. Wir müssen ja, das wäre ja zwei Games aufhören. Das ist ja, da sage ich ja nichts gegen. Können wir vielleicht auch nochmal eine andere Map zeigen oder so. Weil genau. Zwei Games sind ja in einer Stunde durch. Weil ich gewinne ja 2-0, also 3 werden es ja nicht sein. Natürlich. Ja, aber das waren genug Informationen. Twitch-Kram ist in der Videobeschreibung bei mir, bei dir hoffe ich auch. Und ja, dann wird das Tutti-Frutti. Ich freue mich, wenn ihr einschaltet und das wird großartig. Definitiv. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare jeweils unter unseren Videos oder halt vielleicht die Leute bei meinem Kanal bei seinem Video oder wie auch immer, was ihr denkt, wer was, wo, wie spielt. Also auf welcher Map wird wer gewinnen und wer wird welchen Spielstil haben, denn bei Human gibt es viele Möglichkeiten. Undead hat relativ wenig Möglichkeiten. Das es gibt einfach nur Coil, Nova, Impale. Fertig. Mehr gibt es nicht bei dir. Undead hat so viele Möglichkeiten. Destroyer. Destroyer. Dann gibt es natürlich noch die Strategie mit Destroyern. Man also darf Destroyer nicht vergessen. Und Destroyer. Ich muss ja Danke sagen, weil das zeigt natürlich, dass du überhaupt keine Ahnung hast. Und dass ich natürlich auch schöne Secret-Strats auspacken kann, die du dann nicht kennst, weil du halt anscheinend gar nichts zu wissen scheinst. Welche denn? Die Mars-Destroyer-Strat? Ja, oder welche? Ich sag das jetzt noch nicht hier. Das wird, Okay. Du spielst Mars-Destroyer mit einer Gargoyle. Halt deine Fresse, Mann. Du bist so ein Penner. Ich weiß. Ja. Ja. Dann Dankeschön fürs Zuschauen. Wie gesagt, November der 14., ne? Die weiß ich nicht mehr. Ich muss nochmal aufs Datum gucken. November der 14. War November der 14. Sehr gut. Um 19 Uhr. Oder ein bisschen früher. Mal schauen. Oder ein bisschen früher. Ich wünsche euch allen eine wunderschöne Woche bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss. Du komischer Mensch. Deine Mama. Wer macht denn, machst du ein Intro oder mach ich das oder wer macht das? Wie du Lust. Wir können ja zusammen sagen Hallo und herzlich willkommen, so im Kanon. Nein. Dann nicht. Halte ich für eine ganz doofe Idee, vor allem weil sie halt von dir kommt. Ich weiß, ja. Ja, hast du recht. Ja. Welcher wird sich klären? Na. 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 Scheiße, nee, Alter.